So, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute erstmals mein Buch vorstellen kann. Das war ein Projekt meines Herzens. Ich habe 10 Jahre lang war ich mit diesem Buch schwanger, weil ich bei ganz vielen Patienten beobachtet habe, eigentlich im Grunde ist das ein Thema mit den Bauchgefühlen. Die Bauchgefühle sind eine unglaubliche Kraft in uns. Und wenn man die richtig nutzen kann, dann kann man richtig erfolgreich werden in der Liebe, in Beziehungen oder auch im Beruf oder überall. Also ein geglücktes Leben, meiner Meinung nach, führt über die Bauchgefühle, aber zwar über die richtige Verwendung der Bauchgefühle. Weil Bauchgefühle, das ist eben eine sehr starke Kraft, die uns auch in eine Richtung führen kann, wo es dann nicht mehr so gut klappt. Und da steige ich gerne ein bei kleinen Kindern. Weil Sigmund Freud sagt ja sehr schön, der Neugeborene ist reines Bauchgefühl. Also er sagt nicht Bauchgefühl, sondern er sagt das Es. Er verwendet das Es. Es, Ich und Über-Ich darf ich voraussetzen. Und das Kind, also das Baby ist reines Bauchgefühl, kann ich bestätigen. Bei manchen entwickelt sich dann irgendwann einmal so etwas wie Vernunft. Ja? Also Eltern warten gespannt drauf, wann das kommt. Ja? Manche sagen, bei der Pubertät ist es dann wieder weg. Ne? Aber auf jeden Fall, die Vernunft entwickelt sich dann später. Aber am Anfang ist das Kind reines Bauchgefühl. Und was bedeutet das? Das reine Bauchgefühl lebt, wieder nach Sigmund Freud, nach den Prinzipien Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Jetzt habe ich meine Uhr nicht eingestellt. Jetzt haben Sie Glück gehabt, weil sonst hätte ich 3 Stunden durchgeredet. Also man muss sich ja, man braucht ja nicht nur ein Bauchgefühl, sondern auch eine Uhr. Ne? Ja, das Wasser ist gut. Ja, nein, ein Problem mit der Stimme. Okay, jetzt geht's besser. Beim Baby. Lust, Maximierung und Unlustvermeidung. Was bedeutet das? Das Baby möchte Lust. Was ist Lust? Lust ist Trinken. Idealerweise bei der Mama. Ja, dann hat es auch eben diese Körpernähe. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie kleine Kinder, also nicht nur Säuglinge, sondern auch später noch, wie wichtig dieser Körperkontakt ist. Ja. Das ist ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht des Bauchgefühls. Wir gewöhnen uns das dann manchmal ein bisschen ab, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man immer wieder darauf zurückkommt, auf dieses schöne Bauchgefühl. Also das bei der Mama an der Brust trinken, das kann man sich dann schon abgewöhnen, das ist jetzt nicht so im Vordergrund. Ja. Aber Sie merken, das Kind will eben genau das. Das Kind will schlafen, wenn es müde ist. Ja? Und die Unlustvermeidung besteht eben darin, wenn die Windel voll ist, wenn es kalt ist, wenn es zu warm ist, dann weint das Kind. Und es weint auf unheimlich verschiedenen Arten. Also seit ich eben Kind, ich habe 5 Kinder, glaube ich, das ist den meisten bekannt. Und die sind alle sehr klein. Und also manchmal reden wir miteinander und ein Kind schreit und ist, ja, okay. Passt schon, aber dann schreit es anders, das ist ernst, jetzt müssen wir gehen. Ja? Also das Weinen ist die erste Art der Kommunikation des Kindes. Aber was ist hier Unlust? Unlustvermeidung. Ja, also Lustmaximierung und Unlustvermeidung, das ist leider nicht meine Entdeckung, sondern die Entdeckung von Sigmund Freud, aber die ist einfach genial. Also, und deswegen ist das auch das Prinzip des ganzen Buches und ich habe das eben so aufgebaut in Lustmaximierung, Gefühle der Lustmaximierung, und Gefühle der Unlustvermeidung. Und Gefühle der Lustmaximierung sind eben die, die etwas wollen, die Ja sagen zu etwas, sind die Ja in die Gefühle. Das ist zum Beispiel nicht in Extremis die Gier. Die Gier nach Liebe, die Gier nach Geld, die Gier nach Nähe, die Gier nach was auch immer. Ja. Gier, Ja. Und die Nein-Gefühle, was wäre das wichtigste Nein-Gefühl? Angst. Die Angst sagt, will ich nicht. Ja, weg. Die Angst oder auch der Hass. Angst und Hass sind die starken, aversiven Gefühle, die sagen nein. Und in dieser Palette sind wir alle aufgespannt. Und die einen neigen mehr zur Lustmaximierung und die anderen neigen mehr zur Unlustvermeidung. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr brav, die haben keine Laster. Ja,
also Zigaretten, Rauchen, Sex, sonst irgendwas, gar nichts, alles ganz brav. Ja. Aber sie leben auch kein Leben. Unlust vermeiden, sie vermeiden das Leben. Sie vermeiden so viel, dass sie gar nicht mehr leben. Also das ist alles in uns drinnen. Ja? Der eine mehr das, der andere mehr das. Und deswegen ist eine Ausgewogenheit mit Sicherheit das Beste. Ja, das heißt, ich kann sowohl die Lust leben, als auch die Unlust vermeiden. Wenn wir das Ganze erst gesellschaftlich deklinieren, dann ist das unheimlich spannend heutzutage. Weil wir sind in einer Zeitenwende, sage ich jetzt schon seit 2-3 Jahren, wir sind in einer Zeitenwende. Und die Zeitenwende, es war mir klar, wir sind in einer Zeitenwende, aber ich habe erst vor kurzem entdeckt, welche Zeitenwende. Das ist die Zeitenwende von Lustmaximierung auf Unlustvermeidung. Die Lustmaximierung waren die 68er. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Man wollte möglichst viel los, sexuell, fressen, Gier auch, ja, das ist durchaus dabei, ja, dieses Geld an sich raffen, das war alles bis 2020, würde ich sagen. Ja. Also das war das Prinzip der Gesellschaft. Und dann sind wir gekippt in eine Angsthasengesellschaft, die hauptsächlich Nein sagt. Ja, und zwar Pandemien, Inflation, Krieg, was haben wir, Klima, alles Mögliche, nicht? Also, und das ist eine ganz andere Art zu denken als die davor. Und wenn Sie sich das überlegen, dann versteht man die Zeit viel besser. Wir sind einfach gekippt. Und wenn Sie sich die Nachrichten heute durchlesen, ja mit Schwerpunkt Ukraine und Corona und alles Mögliche, nicht? Das sind lauter Gefahren. Und natürlich hat jedes Bauchgefühl hat eine extrem wichtige Bedeutung. Weil die Bauchgefühle des Neins, die warnen uns vor Gefahr. Ohne Bauchgefühl des Neins wären wir verloren. Weil das Bauchgefühl, also dieses schnelle Bauchgefühl, das reflexartige Bauchgefühl, ermöglicht uns eine schnelle Flucht. Oder einen schnellen Kampf. Flight or fight. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich. Flight or fight. Dieser Reflex ist unmittelbar und lebensnotwendig. Und wenn Sie sich überlegen, gibt es Menschen ohne Angst? Ja, die Betrunkenen zum Beispiel. Oder die Dementen. Ja. Nur ein Betrunkener macht, oder nicht nur, aber hauptsächlich Betrunkene machen Sachen, die zu gefährlich sind. Weil sie die Gefahr nicht richtig einschätzen. Also jetzt im klassischen Beispiel, dass wir verwenden immer den Löwen als Beispiel für Angst. Also der Betrunkene klettert über den Löwenkäfig. Weil er sagt, ja, um 22 Uhr frisst er nicht mehr oder was auch immer. Ne? Macht einen lustigen Scherz und dann hat der Löwe aber doch noch Hunger. Oder blöd, ne? Blöd laufen. Nicht? Oder er fährt zu schnell oder alles Mögliche, er ist enthemmt. Er sieht die Gefahr nicht. Also Angst hat eine ganz wichtige Funktion, aber es braucht gewisse Voraussetzungen, auf die komme ich später zu sprechen. Und umgekehrt, die Lustmaximierung ist auch sehr wichtig, ja, weil ich meine, das Prinzip der Lustmaximierung ist was? Selbsterhaltung und Arterhaltung. Ja? Das ist überhaupt das Prinzip des Bauches. Selbsterhaltung ist auch hier dieses Löwenbeispiel mit der Angst, aber vor allem Selbsterhaltung und Arterhaltung ist Lustmaximierung. Das bedeutet also Essen, Trinken. Wenn wir das nicht regelmäßig machen, dann werden wir immer dünner, also kontrolliert kann man schon einmal weniger essen, aber Essen brauchen wir, Trinken brauchen wir. Arterhaltung, Sexualität, Liebe, ja, das alles hat einen tieferen Sinn. Also es ist sinnvoll, dass ich mich zu manchen Dingen oder auch Menschen hingezogen fühle. Das Gefühl zeigt mir etwas. Und jetzt gehen wir noch tiefer. Also Gefühle haben Sinn. Aber Gefühle können dekompensieren. Das heißt, ich kann auch, weil Gefühle können sich erstens irren und das passiert nicht selten, aber es passiert noch selten genug, aber fast immer übertreiben Gefühle. Das heißt, Gefühle differenzieren nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt, also falsch, was sind falsche Gefühle? Falsche Gefühle ist zum Beispiel, wenn ich jemanden betreue mit einer Spinnenphobie. Eine Spinnenphobie ist eine panische Angst vor Spinnen. Aber das Interessante bei einer Spinnenphobie oder Schlangenphobie, das ist völlig wurscht,
Wenn ich als Therapeut dem Patienten ein Bild zeige von einer Schlange, dann kriegen die fast einen Herzkasperl. Und wenn ich dann sage, und jetzt greifen sie das Bild an, dann schreien die laut vor Angst. Ist das vernünftig? Nein. Ja, das heißt, die Angst ist dekompensiert. Das heißt, die Abwehr der Schlange ist so groß, dass selbst das Foto noch abgewehrt wird, obwohl da keine Gefahr droht. Ich hatte mal vor vielen Jahren in Graz, habe ich einen Jugendclub geleitet und da haben die Buben dann eine Schlange gekauft, so eine kleine Königspython, also 2 Meter, nichts Schlimmes. Und dann kamen halt die Väter und die Mütter halt immer wieder her und die Buben haben dann vom Dschungelbuch diese Schlange Boa, glaube ich, heißt, oder nein, Boa heißt sie nicht, da irgendwie heißt sie Kahn oder Ka, ja, wie auch, danke. Die haben sie, das Bild von der Schlange haben die an die Tür. Und eine Mutter kommt halt und plötzlich wird die leichenblass und sagt, ist in diesem Raum eine Schlange? Und ich sage ja, und so schnell kann ich, also das Wort ja war noch nicht zu Ende, war so ein Psch aus dem Haus draußen, ja, und ist vor der Tür gestanden, hat gewartet, bis ihr Mann wieder rauskommt. Die hat sich Zeit lassen. Also das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber das, also das ist exzessiv. Und Gefühle sind sehr häufig exzessiv. Das heißt, Gefühle haben sehr häufig Recht in dem, was sie sagen, aber sie übertreiben ein bisschen. Andererseits gibt es auch Menschen, die diese Gefühle, die da sind, nicht spüren. Viele Menschen spüren Gefühle nicht oder spüren die richtigen Gefühle nicht, weil sie vielleicht überlagert sind. Weil das Dilemma ist, dass wir nicht ein Gefühl haben und nicht ein Bauchgefühl, sondern der Bauch ist voll mit Bauchgefühlen, die sich teilweise widersprechen. Und wie ich in dieser Phase diese Analyse der Bauchgefühle, wie ich die vertieft habe, da kam eine Patientin, die mich sehr glücklich gemacht hat. Warum? Sie kam zu mir und sagte, Herr Doktor, ich möchte bis zum Sommer eine Bikini-Figur. Dann dachte ich mir ganz, ganz still, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber habe ich gesagt, okay. Dann habe ich analytisch gedacht, das ist ein Bauchgefühl. Ja, das ist durchaus vernünftig, weil sie sucht einen Mann und natürlich mit Bikini-Figur wird das wahrscheinlich ein bisschen einfacher gehen. Und es ist auch gut, also nicht, also von den Werten her passt es gut auf sie. Und dann, während ich so analysiert rede, spricht sie weiter und sagt, aber ich habe ein Problem. Ich brauche jeden Abend eine Tafel Schokolade. Und ich war glücklich. Warum? Weil ich möchte eine Bikini-Figur, ist ein Bauchgefühl. Aber ich brauche eine Tafel Schokolade, ist auch ein Bauchgefühl. Verstehen Sie? Und das ist einfach eine intellektuelle Freude. Also für Sie war es weniger Freude, aber ich habe gestrahlt. Weil noch dazu sagt sie nicht, ich habe Lust auf eine Schokolade, sondern ich brauche eine Schokolade. Und viele Menschen sagen das. Viele Menschen identifizieren sich mit ihren Gefühlen. Ich brauche eine Tafel Schokolade. Also eigentlich sagt ja das Bauchgefühl, du brauchst eine Schokolade, du kannst anders nicht glücklich werden. Ja? Ich sage jetzt nicht, welches Geschlecht da häufiger vorkommt. Schokolade, ja. Man kann das aber ersetzen mit Bier. Ja? Ich brauche ein Bier. Da sage ich auch kein Geschlecht dazu. Können Sie sich denken, was es gibt. Ja? Okay, aber auf jeden Fall, ich brauche das. Oder andere Dinge, die auch noch zur Sprache kommen, ich brauche das, ich bin ein Mann. Sowas, ja, solche Sprüche. Das ist alles, ich bin mein Bauchgefühl. Das heißt, ein sehr therapeutischer Satz, den ich immer wieder verwende, lautet, du bist nicht deine Bauchgefühle, du hast Bauchgefühle. Und was macht das therapeutisch? Therapeutisch macht das eine Distanz, eine gesunde Distanz zu unseren Gefühlen. Und das brauchen wir, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine gesunde Distanz. Dann funktioniert das alles besser. Aber jetzt komme ich zurück zur Funktion der Bauchgefühle. Es gibt eine besonders, also es gibt Bauchgefühle, die ich besonders liebe. Die liebe ich bei anderen, aber die liebe ich auch bei mir. Und das ist die Intuition. Und ich wundere mich immer wieder, was Menschen alle spüren können.
Also ein Journalist, ein Detektiv sowieso. Ich meine, die Detektive werden ja immer so dargestellt, als würden sie die richtige Frage, nicht der Columbo oder so, baff, dann kommt noch eine Frage und dann spürt er das irgendwie. Oder Rechtsanwälte oder was auch immer. Also ich habe jetzt gestern mit einem Kameramann geredet, der hat mir erzählt, er als Motorradfahrer spürt, wo die Polizei steht mit den Radargeräten. Ich als Radfahrer spüre, wo wird es gefährlich, da mache ich einen größeren Bogen. Das spüre ich, ich kann das nicht erklären, warum. Das spüre ich als Radfahrer. Aber ganz besonders beeindruckt bin ich immer wieder von der Arbeit als Psychiater. Weil ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Ich habe hier in Graz begonnen, Psychiater zu sein. Und, nein, stimmt ja gar nicht. Ich habe schon irgendwie, egal, wurscht. Aber ich war lang hier, 14 Jahre in der Psychiatrie. Und was ein Psychiater alles spürt, wenn er eine gewisse Erfahrung hat, das ist phänomenal. Also manchmal sitzt ein Patient nur da drinnen, ich mache kurz die Tür auf und er steht auf und kommt und ich sage, der ist ein Perfektionist oder dieser Perfektionistin. Ja. Oder der hat ein Problem mit Sexsucht. Ja. Das passiert mir immer wieder, dass ich sage, das ist das. Ja. Das ist, oder? Und dann kommen die rein, ja, und dann fangen sie an zu reden und sagen sie, wissen Sie, ich habe ein Problem mit Pornografie und dann bin ich schon... Dann denke ich mir schon, ich weiß. Das sage ich dann natürlich nicht. Okay, aber das ist ein Gefühl, das ist Intuition. Und was ist Intuition? Intuition ist geronnene Erfahrung. Geronnene Erfahrung. Diese Intuition hat das Baby nicht. Ja? Das ist nicht einfach. Das ist keine Wahrsagefunktion des Menschen, die ganz tief in uns drinnen immer recht hat, weil das... Viele geben der Intuition so eine magische Bedeutung oder so ein, oder was Esoterisches oder irgendwie so wie ein drittes Auge oder so irgendwas. Nein, gar nicht. Das ist Erfahrung, die jemand gelernt hat, der immer dasselbe macht und es immer besser macht. Der Vorteil beim Psychiater ist folgendes, ich weiß nicht, ob Sie darüber schon nachgedacht haben, beim Psychiater ist immer alles gleich, außer der Patient. Also der Sessel da, der Sessel, die Couch dort. Ja? Es ist ja auch schon fast eine Diagnose, wo setzt er sich hin? In die Mitte, nach vorne, nach hinten, ganz am Rand. Ja? Oder bleibt er stehen? Es gibt Patienten, die legen sich hin, sagen, Nase ist eine Snapsen, Analytik, aber sie können gerne liegen bleiben und die Schuhe bitte ausziehen. Ja? Wie machen die das? Wie gehen die da rein? Ja? Also manche setzen sich auf meinen Sessel und sagen, na, das ist jetzt knapp daneben. Ja, es gibt Leute, die kommen mit der Klingel nicht zurecht. Also die wissen nicht, dass man bei einer Tür klingelt. Also selten, aber immer wieder. Heute war es eine, also beeindruckend. Ja. Also, aber das fließt natürlich alles ein. Ja. Und das Interessante ist, es fließt nicht bewusst ein, weil wir haben so viele Gefühle und Wahrnehmungen, die wir gar nicht bewusst machen, sondern die unbewusst uns voll machen mit Informationen, dass am Ende für mich nur ein Gefühl übrig bleibt. Wissen Sie, manchmal setze ich mich, ich habe eine Zeit lang wissenschaftlich auch gearbeitet mit Gangstudien, ja, weil man kann viel sagen über einen Menschen, oder man kann viel spüren über einen Menschen, wenn er geht. Oder wie er schaut. Ja, wir nennen das Mimik und Gestik, Psychomotorik. Es ist faszinierend, wie viele Menschen verraten, besonders wenn sie nichts verraten wollen. Das ist toll. Und das alles... sagt uns die Intuition, aber die Intuition schreibt uns keinen wissenschaftlichen Beitrag darüber, sondern die gibt mir am Ende ein Gefühl. Das Gefühl ist Sympathie, Antipathie oder, wenn ich jetzt als Psychiater arbeite, da gibt es eigentlich keine Antipathie, aber die gibt mir so ein Gefühl, in welche Richtung frage ich. Und manchmal kommt aus mir eine Frage, die eigentlich gar nicht in den Duktus passt. Und baff, der Patient beginnt zu weinen und das ist immer gut. Wenn der Patient weint, dann weiß ich, das war jetzt ein Volltreffer, da muss ich weiter nachbohren. Natürlich frage ich, darf ich noch bohren, weil manchmal ist das schon zu viel. Aber zumindest ist es dem Patienten immer wurscht. Ja, weil das, und das ist Intuition. Aber die Intuition, wie gesagt, ist auch kein Kompass für unser Leben. Weil die Intuition ist ja gelernte Erfahrung. Das heißt, die Intuition führt ja nur fort, was sie schon kann. Und das ist
prinzipiell mal gut, wenn man Psychiater oder Detektiv oder Polizist oder was auch immer ist. Aber das ist auch sehr schlecht. Jetzt sage ich Ihnen ein Negativbeispiel. Ich habe relativ viele junge Patienten, die von Cannabis loskommen wollen, weil es ihnen nicht gut tut. Oder von Kokain oder was auch immer. Und dann sage ich, wissen Sie was, brechen Sie Ihren Kontakt mit den Dealern ab, löschen Sie den Kontakt am Handy und dann haben Sie keine Möglichkeit, Sie müssen Schiffe verbrennen. Und das ist, die Theorie ist richtig, die Praxis ist folgende: Menschen, die da jahrelang drinnen waren, die gehen auf die Straße und die sehen, wo sie das Zeug kaufen können. Ich sehe das nicht. Also ich würde verhungern, wenn ich davon abhängig wäre. Aber die kriegen innerhalb von 2 Stunden Stoff in einer fremden Stadt. Weil die spüren das. Anderes Negativbeispiel. Es gibt eine Expertise, eine Intuition des Trickbetrügers oder des Taschendiebs, der weiß, wie kann ich wo, bei wem geht das und bei wem geht das nicht. Oder noch ärger eben bei diesen Trickbetrügern. Ich habe immer wieder Patienten, die werden total betrogen. Die verlieren 20.000, 30.000 Euro. Und der Betrüger weiß genau, wie er den packt. Und wissen Sie übrigens, wo er den immer packt? Bei der Gier. Also so ungefähr. Gib mir 20.000 Euro, in einer Woche gebe ich dir 30.000 zurück. Und der sieht aber genau, bei wem funktioniert das, wer ist, und das sind keine blöden Leute, das sind gierige Leute. Weil wenn unsere Bauchgefühle direkt getriggert werden, die Gier eben in diesem Fall, dann sind wir manipulierbar. Die Gier als Bauchgefühl, wo wir manipulierbar werden. Wissen Sie, welches Bauchgefühl das allerbeste ist für die Manipulation? Die Angst. Ja? Also wenn du das nicht kaufst, dann passiert was Schreckliches mit dir, oder wenn du das nicht machst oder was auch immer, die Angst. Also das ist nicht, also die Demokratie, die Diktaturen arbeiten meistens mit Angst und Gier. Brot und Spiele. Das ist, damit sozusagen das Volk befriedigt bleibt. So, also, aber die Intuition, und was ist noch der Nachteil der Intuition? Der Mensch bleibt konstant. Das ist meistens vom Vorteil, aber stellen Sie sich vor, das ist ein Mafioso. Mit seiner Intuition als Mafiose wird der da nicht rauskommen. Er braucht mehr als nur die Intuition. Oder ein lustiges Beispiel, das mir eingefallen ist, wie ich das geschrieben habe. Das hat mir der Verlag übrigens wieder rausgestrichen. Und zwar, die Dinosaurier sind ausgestorben mit ihrer Intuition. Warum? Weil es hat sich irgendwas geändert, wir wissen es ja nicht genau. Aber mit reiner Intuition reicht nicht, man muss auch das Köpfchen einsetzen. So, also was haben wir jetzt, wenn uns unser Bauchgefühl jetzt ein Signal gibt? Das Dilemma ist ja auch folgendes, bei der Intuition, alle Gefühle fühlen sich wahr an. Es gibt kein Gefühl, das sagt, da habe ich ein Gefühl, aber das ist wahrscheinlich falsch. Sondern das Gefühl habe ich eben. Das Gefühl sagt, ich bin wahr. Das ist das Dilemma. Ja? Also eine Intuition fühlt sich nicht anders an als ein Blödsinn. Also zu mir kommen immer wieder Patienten, die sagen, ich fühle mich verfolgt von dem und dem, oder ich werde verfolgt und alles Mögliche, und es stimmt nicht, die werden nicht verfolgt. Ja, manchmal werden sie schon verfolgt, aber meistens werden sie nicht verfolgt und fühlen sich verfolgt. Der Verfolgungswahn, nicht? Das ist sowas. Oder eben Zwangsphänomene, da können wir noch näher hinschauen, wenn uns die Zeit bleibt. Aber Gefühle können eben in die falsche Richtung gehen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir 2 Ebenen dazu nehmen. Also wir haben die Bauchgefühle. Ich habe schon kurz davon geredet, dass das Baby irgendwann einmal die Vernunft entwickelt. Weil wir sind ja Säugetiere, Bauchsäugetiere, ja? mit Lustmaximierung und Lustvermeidung. Aber wir sind vernunftbegabte Säugetiere. Und die Vernunft ist sozusagen die Gegenstimme. Wir haben also sozusagen, wenn Sie mit Hegel sprechen wollen, These, Antithese. Und allein diese zweite Stimme macht uns frei. Anders formuliert, Menschen, die vergessen, ihren Kopf einzuschalten, sind nicht frei. Bauchgefühle sind nicht frei. Sie können sich nicht aussuchen,
in wen sie sich verlieben. Das passiert. Sie können sich nicht aussuchen, vor wem sie Angst haben und nicht, oder vor wem nicht, mit dem Bauch allein. Ja? Sie können sich nicht aussuchen, dass sie jetzt Hunger haben oder nicht. Sie können sich aussuchen, ob sie dem Hunger folgen oder nicht. Oder jetzt beim Vortrag zuhören. Das können sie sich aussuchen. Aber sie können sich nicht aussuchen, habe ich jetzt Hunger. Wir suchen uns nicht aus, was wir für Gefühle haben, sondern Gefühle passieren uns. Wir sind nicht frei in unseren Gefühlen. Wir sind aber frei in dem, was wir aus den Gefühlen machen. Und das ist eben die Botschaft. Und deswegen brauchen wir diese zweite Instanz des Kopfes. Ist der Kopf allmächtig? Nein. Ja, die Aufklärung war ein bisschen überzogen, begeistert von der Vernunft. Und die haben dann Tempel gebaut mit der Göttin Vernunft und so weiter. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren Psychiater und ich kann Ihnen sagen, wir Menschen sind meistens ziemlich deppert. Also mit der Intelligenz ist es nicht so weit her, abgesehen von der Selbsteinschätzung. Ja? Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind sehr intelligent, also glauben sehr intelligent zu sein und sie haben hochbegabte Kinder mit ganz schlechten Noten, weil die Lehrer so neidisch sind. Ja? Das kennen Sie. Ne? Aber auch die Selbsteinschätzung, also und wenn ich sage, wie waren Sie in der Schule, ja, überall durchgefallen und so weiter, wissen Sie, ich war faul und gescheit. Ja, freilich, ja. Also offensichtlich bin ich der einzige Blöde da. Ne? Also alle sind überdurchschnittlich, so kommt mir das vor. Aber egal, also abgesehen von dieser Selbsteinschätzung ist das ein Faktum, dass wir nicht besonders hell auf der Platte sind, alle miteinander. Der Mensch, ja, also schon, ja, alles möglich. Also das Erstaunliche, was wir alles nicht hinkriegen. Ja? Also gut, als Psychiater kann ich ein Lied davon singen. Egal, und ganz besonders der Selbstbetrug, das ist ein Grund. Weil das ist das größte Dilemma, dass der Mensch nicht alles erkennen kann. Und wissen Sie warum? Weil er es nicht erkennen will. Der Hund beim Menschen ist der Wille. Und der ist nicht im Kopf, sondern der ist im Herz. Und das ist das Wesentliche, ja? Bauch, Kopf und Herz. Allein und im Herzen ist der Mensch frei. Also da ist, also das Herz macht den Menschen aus, weil im Herzen sind auch unsere Werte. Wir überlegen uns, was ist wirklich wichtig für mich? Was möchte ich für ein Mensch sein? Was ist am Sterbebett, wenn ich zurückblicke, was für ein Leben möchte ich geführt haben? Das ist das Herz. Aber im Gegensatz zum Bauch ist das Herz eben langfristig. Das ist eine Vision fürs Leben. Und nicht kurzfristig, weil der Bauch, das ganz Wichtige ist kurzfristig, der will jetzt seinen Spaß. Und das Morgen ist ihm egal. Ja? Der braucht heute seine Schokolade. Die Figur ist heute Abend nicht so wichtig. Und Sie kennen wahrscheinlich den Spruch von jedem Alkoholiker, morgen fange ich an. Ja? Also morgen fange ich an. Da spricht der Bauch. Ja, der Bauch sagt, na, heute noch einmal Spaß und morgen fange ich an. Das sage ich immer den Patienten, sie können nur heute anfangen, sie können unmöglich morgen anfangen, das geht nicht. Morgen ist auch noch ein Tag, ja eh, aber morgen ist halt dann wieder morgen ein Tag. Nicht? Weil der Bauch, weil wir unseren Bauch mitschleppen. Nicht? Wir kommen um den Bauch nicht rum. Ja, der Bauch ist ein geniales Instrument, aber der Bauch ist nicht dafür da, langfristig zu planen, das ist nicht sein Job. Langfristigkeit, das geht vom Kopf und das geht vor allem vom Herz. Das heißt, ich kriege vom Bauch einen Impuls und der Impuls kann jetzt sein Angst vor der Spinne oder Gier nach Geld. Ja, Beispiele habe ich jede Menge genannt, da können Sie einsetzen, was Sie wollen. Aber Angst vor der Spinne, das kommt zum Herz und im Herz, also das Herz, im Herzen sind die Handlungen, ja? Das Herz triggert die Handlungen. Jetzt im Panikmodus, von Angst geht das Herz und sagt, du musst sofort davonlaufen. Im Panikmodus läuft der Mensch sofort davon. Und was fehlt? Der Kopf wurde nicht eingeschaltet, verstehen Sie? Also wir haben Bauch, Herz, tschüss. Aber was wäre richtig? Bauch sagt, große Gefahr, Herz sagt, warte einen Moment, ich denke kurz noch. Der Kopf sagt dann, wenn ich mir das genauer anschaue, ist das ein Foto.
und Fotos beißen nicht. Sagt Herz, Entwarnung, Bauch, halt die Klappe. Bauch sagt, das ist aber ganz eine schreckliche Gefahr. Ja, der Bauch hört nicht auf. Ja? Und jetzt ist der Mensch innerlich im Dilemma. Weil einerseits hat er fürchterlich Angst vor dem Bild. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber ich meine, wenn man das einmal gesehen hat, wie man vor einem Bild einer Spinne Angst hat, dann ist das Beispiel sehr griffig. Ja? Aber er weiß natürlich, die Spinne kann nichts tun. Und ist die Frage, was setzt sich durch? Und wenn das Herz sich durchsetzt, dann kann der Therapeut sagen, und jetzt greifen Sie auf das Bild. Und wenn, verstehen Sie, also das heißt, Sie erhöhen jetzt die Gefahr. Der Bauch schreit völlig auf, aber man greift therapeutisch auf das Bild. Und was passiert dadurch? Der Bauch lernt, der Alarm war falsch. Der Bauch lernt das. Und dadurch reduziert sich die Angst. Der Bauch kann lernen. Noch ein anderes Beispiel, das ich gerne verwende, um meinen Patienten zu erklären, wie das funktioniert, ist die Höhenangst. Ja, sagen wir mal, da geht es jetzt 3 Meter runter, sagen wir mal. Ja. Dann, oder da ist ein Fenster oder alles Mögliche. Ja. Also jedenfalls, also da ist ein Fenster und da geht es 3 Meter runter. Also ein normaler Mensch geht zum Fenster, schaut runter und sagt, da geht es 3 Meter runter, lustig. Ja, aber ein Mensch mit Höhenangst, der sagt, da geht es 3 Meter runter, da gehe ich lieber ein bisschen zurück. Und das ist der Beginn. Weil was macht er? Er vermeidet. Er vermeidet diese, in dem Fall 3 Meter. Ja? Also lieber hätte ich jetzt 10 Meter, dann könnte ich das plakativer darstellen. So. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder der Mensch sagt, sicherheitshalber gehe ich noch einen Schritt zurück, weil dann bin ich ganz safe. Aber ich vermeide, das müssen Sie sich merken, ich vermeide sozusagen diese Gefahrenzone. Was passiert? Und er hat eine Angst, ich tue dann immer quantifizieren, von 0 bis 10. Ja, 0 ist keine Angst, 10 ist Todesangst. Hier hat der Patient Todesangst, der schaut da runter und glaubt, er stirbt, er fällt runter oder es kann ja irgendwas passieren. Und hier hinten hat er 0. Ja. Wenn er jetzt einen Schritt nach vorne macht, hat er ungefähr 3. So, und jetzt geht er ganz safe auf 0. Und geht nie auf 1, 2 oder 3, nie. Sondern er geht immer so am Fenster herum. Ja, kann man sich vorstellen, glaube ich. So. Und wenn der das immer macht, da können Sie einsetzen, was Sie wollen, Auto fahren, auf die Straße gehen, alles Mögliche. Wenn er das immer so macht, dann wird er irgendwann auf die Idee kommen, naja, so sicher ist das gar nicht. Weil wenn ich umfall und dann einen Salto mache, dann falle ich raus. Also besser noch einen Schritt zurück. Sicher ist sicher. Das Wort sicher ist sicher, meine Damen und Herren, ist der Killer. Ist der Killer in der Angstneurose. Sicher ist sicher, geht noch einen Schritt zurück. Und die Angst geht weiter. Wenn er jetzt wieder vorgeht, hat er wieder Angst. Angst von 1, aber es reicht. Wie geht die Therapie? Die Therapie geht volles Risiko. Einen Schritt nach vor. Die Angst steigt auf 5, ja? Aber es passiert nichts. Er will natürlich impulsiv wieder zurückgehen, damit er wieder safe ist. Aber wenn der Therapeut sagt, bleiben Sie stehen, dann geht die Angst auf 5, aber die kann ihn nicht bleiben, weil er stirbt nicht. Und sie geht runter auf 3, auf 2, auf 1. Das ist jetzt der Bauch. Der Bauch gewöhnt sich an neue Erfahrungen. Verstehen Sie? Und dann wieder einen Schritt nach vorne, hat er wieder eine Angst um 5. Ja? Er traut sich, und das schafft er. Er nimmt, also sozusagen, er handelt beherzt. Aus dem Herzen heraus. Der Bauch sagt ihm was anderes. Das ist verständlich. Ja? Und dann geht die Angst wieder runter, geht wieder auf 1. Und dann sage ich, und jetzt treten Sie zum Fenster. Also das ist jetzt kein Schmäh, was ich mache. Das dauert 2 Stunden und der hat die Höhenangst weg. Das funktioniert. Das ist Verhaltenstherapie. Dann steht er da. Mit einem Patienten habe ich vor einigen Jahren, also wir haben so viel gelacht, Lachen ist genial für Angst. Ja? Also Lachen verscheucht die Angst. Aber jedenfalls gehe ich dann mit dem, war ich in einem Hochhaus aus Glas, mit einem Glaslift, zum Raufkommen, der hat geglaubt, dass er stirbt. Und dann habe ich ihn runterschauen lassen. Das ist aber 20 Meter runtergegangen, aber es war ein dickes Glas. Jedenfalls, dann haben wir diese Therapie gemacht und ganz am Ende steht er da und ich sage, wie viel Angst haben Sie jetzt noch? Angst von 3. Er hatte ja 10 Todesangst vorher da hinten. Aber nach 2 Stunden hatte er Angst von 2. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, und wovor haben Sie jetzt noch Angst? Und er hat gesagt, naja, es könnte jetzt ein Erdbeben kommen,
jetzt könnte diese Sicherheitsscheibe zerbersten und ich würde rausfahren. Und dann habe ich ihn einfach so angeschaut und gesagt, wie häufig passiert das in Wien? Und dann hat er lachen müssen. Und dann war die Angst weg. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich sage, das Herz kann über dem Bauch drüber das Richtige tun. Mit der Hilfe der Vernunft. Es muss aber das Richtige sein. Das funktioniert nicht im Löwenkäfig. Das darf nicht gefährlich sein. Verstehen Sie? Das muss man vorher abklären. Deswegen, Einschalten der Vernunft ist wahnsinnig zu empfehlen. Auch wenn unsere Vernunft schwach ist, ist es besser als nichts. Weil sonst sind sie kopflos. Ja? Aber dann kann man seine Gefühle prägen. Und das ist das Schöne. Menschen, die gut wahrnehmen können, was sie spüren, die ein gutes Sensorium hat, was passiert beim Gegenüber, was passiert bei mir, was spüre ich, was nehme ich alles wahr, aber dann auch auf die nächste Ebene geht, zu sagen, kann das wahr sein? Ja, ist das möglich? Kann das wahr sein? Und auf der dritten Ebene, entspricht es meinen Werten? Wieso entspricht es meinen Werten zum Beispiel? Ein Mensch, ein Mann, ich erzähle immer dasselbe Beispiel, aber es ist einfach so griffig, ein Mann verliebt sich in seine Nachbarin. Bauchgefühle, kann er nichts dafür, ist passiert. Ja? Hat sie vielleicht beim Schwimmbad gesehen und alles mögliche und plötzlich kommt die Intuition, das wäre doch was. Ne? Gut, jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er kann das Bauchgefühl unterdrücken und sagen, ich habe dich nie gehört. Was passiert dann, glauben Sie? Dann geht er jeden Tag mit dem Nachbarn Kaffee trinken und weiß nicht warum. Na wirklich? Na, da gibt es unglaubliche Sachen. Ja? Vor kurzem, also nicht vor kurzem, ist schon länger her, ja, auch eine Geschichte, kommt ein Ehepaar und sie ist fuchsteufelswild und sagt, mein Mann tut jeden Abend, ich bin völlig fertig, lege mich ins Bett und mein Mann tut jeden Abend mit dem Au-pair-Mädchen einen Film schauen. Und er sagt, ja, die ist so allein, ich muss mich um die kümmern. Sag ich, ja, genau. Ja, das ist eine Pflicht der Nächstenliebe. Ja, eh, Nächstenliebe, freilich. Also jeder durchschaut den Mann aus, er selber. Also das nennt man Selbstbetrug. Ja? Oder ich nehme diese Gefühle wahr. Gut, dann nehme ich die Gefühle wahr. Wenn ich die Gefühle der Nachbarin wahrnehme, dann habe ich wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, das wäre doch was. Oder ich sage, ja, also ich gehe ihnen einfach nach. Ohne nachzudenken, sage ich, Handlung und gehe zur Nachbarin und sage, ja, schöner Bikini oder was auch immer, ja, und versuche es halt, versuche mein Glück sozusagen. Oder ich prüfe es, frage mich, ist es vernünftig? Kopf braucht nicht lange nachdenken und sagt, du, der hat zwei Pistolen, der Ehemann von der Frau, und ist sehr jähzornig. Also ich glaube, keine gute Idee. Nicht nützlich. Gut, aber das ist noch nicht alles. Und nachher befragt er noch sein Herz und sein Herz sagt, entspricht nicht meinen Werten, ich will nicht sein Mann sein. Ich will meiner Frau treu sein. Ich will bei meinen Kindern bleiben. Und was ist dann die Folge davon, dass man den Bauch nicht befriedigt? Also wenn das Bauchgefühl passiert ist in dem Fall, ist die beste Therapie, indem das Bauchgefühl ein bisschen jammert, aber indem man nicht Kaffee trinken geht mit der Nachbarin. Und wenn die Nachbarin sagt, hast du Lust auf einen Kaffee? Ist die richtige Antwort? Nein. Das ist zwar eigentlich gelogen, weil eigentlich hat er große Lust, aber er hat eigentlich weniger Lust auf den Kaffee, sondern auf andere Sachen. Ne? Und auf die hat er zwar Lust, aber will ihn nicht. Verstehen Sie? Er hat Lust, aber will ihn nicht. Ja? Manchmal mögen wir unsere Lust nicht. So funktioniert das, aber das funktioniert eben. Das sind jetzt die affirmativen Gefühle. Die Nachbarin steht für ein affirmatives Gefühl, kann man auch in den Kuchen einsetzen. Aber für die aversiven Gefühle ist es auch, stimmt das ganz genauso. Ja? Wenn ich eine Angst habe, muss ich vorher nachdenken, ist das gefährlich oder nicht? Entspricht das meinen Werten oder nicht? Und dann kann ich handeln. Nicht? Das spezielle Phänomen bei den aversiven Gefühlen, das mag ich besonders gern, ist die Zwangsneurose oder die Zwangserkrankung oder wie man Zwangsstörung, gibt es verschiedene Namen. Am liebsten sage ich Zwangsneurose, weil es so griffig ist. Ja? Also die Zwangsneurose sagt ja, das Prinzip der Zwangsneurose ist sicher, stellen Sie sich einen Waschzwang vor. Ja. Ich hatte, das muss ich immer dazu sagen, vor Corona einen jungen Mann, der hatte schrecklich Angst, dass in Wien, in diesem dreckigen Wien,
irgendwas anheftet. Ich habe ihn immer gefragt, was meinen Sie genau? Sind das jetzt Viren oder Bakterien oder Pilze? Er hat gesagt, nein, nicht Viren, nicht aber irgendwas schrecklich Gefährliches, also irgendwelche Teilchen, die er da bekommt. Gut, deswegen ist er meistens mit Maske gekommen, mit Desinfektionsmittel, das hat er immer mitgehabt, hat alles desinfiziert, wobei, das war nicht sehr rational, weil es keine Viren und Bakterien sind, wozu desinfiziert, also wurscht, so genau hat er auch nicht nachgedacht. Ja. Hat die Tür nur mit dem Ellbogen geöffnet, wir kennen das ja, nachher ist das ja allgemein gültig geworden, aber es war vor Corona. Aber vor allem ist er, wenn er in die gefährliche Welt hinausgegangen ist, lieber ist er zu Hause geblieben, weil da war alles safe, weil da ist ja alles desinfiziert. Jedenfalls musste er sich dann ganz nackt ausziehen, duschen, desinfizieren und ein neues Gewand anziehen. Aber jetzt kommt's, das Faszinierende an dieser Zwangsneurose war, das musste seine ganze Familie auch. Die Mama musste die Wäsche waschen und desinfizieren. Die Geschwister mussten sich auch ausziehen, desinfizieren und weitergehen, weil sonst ist er völlig ausgeschüttet. Niemand durfte aus seinem Sessel setzen, niemand durfte aus seiner Tasse trinken. Das war alles vollkommen reserviert für ihn, das war speziell desinfiziert. Da gehen Sie, ein Psychoterror war in dieser Familie, bis die Eltern gekommen sind zu mir und gesagt, wie können wir Ihnen am besten helfen? Dann sage ich, leben Sie ein normales Leben. Ja, aber das ist ihm ja nicht recht. Dann sage ich, das ist wurscht. Ja, weil das sind eben, verstehen Sie, weil er war vollkommen in Anspruch genommen von seinen Bauchgefühlen. Aber die Bauchgefühle haben nicht, also das Herz in dem Fall nicht den Kopf konsultiert und sagt, ist das alles vernünftig, sondern im Gegenteil, die Bauchgefühle haben sogar den Kopf verdreht. Und das nennt Karl Marx den intellektuellen Überbau. Das heißt, der Kopf wird in Anspruch genommen von dem Bauchgefühl und sucht eine schlüssige Erklärung. Weil hätte er gesagt Viren, dann hätte er gesagt, wir sind voll mit Viren und mit Bakterien. Das gibt es, wir haben sogar Bakterien im Bauch. Gut, hätte ich ihm das gesagt, wäre er wahrscheinlich völlig ausgeflippt und hätte sofort Desinfektionsmittel getrunken. Ja. Also sie haben aber auch ein Immunsystem, gute Nachricht und so weiter. Aber gut, ich will jetzt, das hat jetzt nichts mit den letzten 3 Jahren zu tun, aber so mit diesen Patienten. Ja. Aber das Faszinierende war dieses Expansive. Aber der junge Mann ist heute frei. Fast, also praktisch frei von diesen schrecklichen, weil das ist ja eine Qual, wir waren ja glücklich damit. Ne? Weil, was haben wir gemacht? Wir haben es genau quantifiziert, 0 bis 10, wieder wie vorher, haben alles aufgeschrieben, was er so macht, also den Zettel muss ich nochmal, das ist unglaublich, was der alles durchgeführt hat, so an Waschritualen und Händewaschen 30 Mal pro Tag, die waren schon natürlich ganz desinfizieren und alles mögliche und alles polieren und nichts angreifen. Wenn der jemals Straßenbahn gefahren ist, durfte er natürlich nicht die Haltegriffe an. Das ist eh klar, ne? Also das alles nicht gemacht. Haben wir dann alles therapeutisch wiederholt. Und der ist jetzt frei. Und warum ist er frei? Weil er systematisch eine Neurose nach der anderen gekillt hat. Wie hat er sie gekillt? Er hat darüber nachgedacht. Er hat sie als unvernünftig empfunden und ist mit seinem Herz über die Bauchgefühle drüber gegangen. Zusammenfassung. Bauchgefühle sind ganz wichtig. Sie sagen uns was. Sie spüren sehr viel. Sie spüren viel mehr, als wir bewusst wahrnehmen können. Beispiel, der Arzt, der seine Patienten sieht, oder der Motorradfahrer, der die Polizisten riechen kann, oder was auch immer. Ja? Also diese Bauchgefühle sind ganz wichtig, aber wir müssen dieses Pferd gut reiten können. Wir müssen interpretieren, wohin galoppiert das Pferd jetzt? Weil manchmal vergaloppieren sich dieses Pferd und haut ab in eine falsche Richtung. Gier, Angst, über Hass habe ich jetzt noch nicht gesprochen, aber da könnte man eine Litanei, und ist auch ein Kapitel über Hass im Buch Hass in der heutigen Zeit auch hochkonjunktur. Wenn Sie in Wien mal Rad fahren, dann lernen Sie das kennen. Das ist unglaublich, was man da alles erlebt. Es ist auch sehr humorvoll, manchmal verpackt. Ja. Über die Liebe habe ich auch wenig gesprochen. Bei der Liebe gilt dasselbe, dass eben diese Sehnsucht, dieses Verlieben, ein bisschen mit der Nachbarin habe ich das schon, das alles sind Bauchgefühle, die wir gut nützen können, wenn wir richtig damit umgehen. Und wenn wir richtig damit umgehen, dann können wir erfolgreich sein. In der Liebe, im Beruf
und in Beziehungen prinzipiell, weil ein Mensch ohne Gefühle, also ohne Zugang zu seinen Gefühlen, der ist gefährlich für sich selber und für andere. Und man kommt nicht richtig ran. Ja? Also es gibt Menschen, die verdecken ihre Gefühle. Das sind meistens die Perfektionisten. Perfektionisten sind ja mehr aversive Menschen. Die wollen ja alles perfekt machen aus Angst vor Fehlern. Ja? Die vermeiden sozusagen Fehler, aber sind so konzentriert auf das Vermeiden von Fehlern, dass sie vergessen zu leben. Ja? Und die tun sich auch in der Kommunikation schwer, weil es nicht fließt zwischen Menschen. Weil die sagen, wenn ich mich offenbar, wenn ich zeige, wie ich bin, dann könnte einer merken, dass ich Fehler habe. Dann verstecken sie sich hinter einer Fassade. Früher habe ich gesagt, hinter einer Maske, aber das kann man halt auch nicht mehr sagen. Ja. Mein letztes Video vor Corona war, lass die Maske fallen. Ich bin ein Prophet. Weil sie auch sehr oft geklickt worden dann auf YouTube. Aber damit habe ich ganz was anderes gemeint, nämlich Perfektionismus. Ja. Also das ist die Therapie. Die Therapie ist zu sagen, was sagen meine Bauchgefühle, warum sagen sie das, was ist da mit mir passiert, ist es vernünftig, ist es wahr und entspricht es meinen Werten. Ein letztes Beispiel erzähle ich Ihnen noch. Es ist vor wenigen Wochen publik geworden, dass es jetzt eine Schule gibt in Australien, die ein junges Mädchen unterstützt, die sich als Katze fühlt. Sie heiraten richtig, ein junges Mädchen, ich glaube, die ist jetzt 15, 16, die fühlt sich als Katze. Die braucht jetzt nicht mehr reden, die braucht nur Miau sagen. Ja? Das geht, bei 2 plus 2 geht das, aber bei 90 mal 90, weiß ich nicht, wie sie das macht. Dauert zumindest lang. Ja? Aber das Faszinierende ist, das ist eine junge Frau, also die Nachbarin, wenn sich die zu nahe setzt, dann sagt sie, du hast dich auf meinen Schwanz gesetzt. Ich habe das nicht erfunden, das können Sie nachlesen. Ja? Ein Mädchen, das sich als Katze fühlt. Das Faszinierende ist nur, dass die Schule jetzt sozusagen das unterstützt. Das ist das Faszinierende. Ja? Jetzt, wenn wir das durchdeklinieren, Bauchgefühl sagt, ich bin eine Katze. Hat offensichtlich ein großes Bedürfnis nach Katzen. Kann ich gut nachvollziehen, ich mag Katzen auch. Hunde weniger, Katzen schon. Also wenn, dann Katze. Hund keinesfalls. Okay, bei Katzen sind irgendwie frei und schön und alles Mögliche. Okay, Katze. Vernünftig. Entspricht es ihren Werten vom Herzen? Ja, sie will eine Katze sein. Sie entscheidet sich für Katze sein. Aber noch einmal zurück zum Kopf. Ist es vernünftig? Ist es richtig? Nein, es ist falsch. Sie ist einfach ein Mensch und keine Katze. Und es ist auch sehr gefährlich. Wenn sie kein Mensch ist, dann kann sie nicht wählen, dann kann sie keine Arbeit machen, dann kann sie. Also da gibt es ganz viele Nachteile davon, wenn sie wirklich jetzt eine Katze wäre. Natürlich ist es ein Mensch, der glaubt, dass sie eine Katze ist, aber wenn sie sozusagen, wenn sie reflektieren könnte, dass die Bauchgefühle, wir sind nicht unsere Bauchgefühle, wir haben Bauchgefühle, aber wir müssen sie reflektieren. Das ist meine Botschaft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.